Also hier ist eure Geraldine. Und der, was mein Bruder ist, der Bernie, der hat mir so eine Kalenge geschickt. Also so eine Herausforderung. Die nehme ich natürlich an. Da geht es bloß ums Saufen. Ich habe schon den ganzen Tag geübt. Deshalb weiß ich nicht, ob das überhaupt geht. Ich habe ja Schnaps und Likör und Bier haben wir schon. Und ich weiß nicht, was noch. Ich nehme die Kalenge an. Und ich nominiere hiermit, Moment, ich denke mal zwischendurch eine Mache. Ich nominiere die Firma Corona, weil die soll auch mal besoffen sein. Und dann nominiere ich den Herrn Spahn. Der hat jetzt so einen guten Job gemacht, der bräuchte mal Auszeit. Dann, man kann ja 5 Leute sozusagen. Da müsste ich mal nachdenken. Vielleicht mein Ex-Mann, ich weiß es nicht, na, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt oder tot. Mein ehemaliger Nachbarn, der hätte vielleicht Zeit. Der Thomas, der könnte es machen. Und dann tät ich mal, gucken da. Das ist nicht gelungen. Das machen wir. Mein Doktor, er hat einen guten Job gemacht, mein Doktor, den nominiere ich auch. Ich bin ja hier, also wie ihr seht, auch ausgerüstet. Ne? Also den Mundschutz habe ich jetzt weggelassen, der mich ja gar nicht verstehe. Was wollte ich noch sagen? Ja, und die ganze Schwestern da im Krankenhaus, die mich da und so, vor alle Dinge. Und dann wünsche ich euch eine herrliche Zeit durch diese Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwo, vielleicht mal vor der Bühne oder ich drauf auf der Bühne und ihr also quasi davor, so wie ich es gewöhnt bin. Und ich wünsche euch alles Gute, dass es bald wieder normal weitergeht und ich dann wieder jodeln kann, gell? Alrighty. Sozusagen. Ich wünsche euch einen schönen, macht's gut. Tschö zusammen. Ja.